Fangen wir einfach an. Machen wir einfach. Tun wir mal so, als hätten wir nicht irgendwie 2 Tage gebraucht, mal zum Laufen zu kriegen und. Ja, lass uns nicht darüber reden. Und es war notwendig, dass das Spiel 2-mal kaufen musste, aber. Okay, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Da rechts oder links? Nee. Hier geht's glaube ich nicht weiter, lass mal hier hingehen. Ja. Da oben haben wir auch eine Karte, habe ich gerade gesehen. Wolf! Gott, habe ich da gerade kaputt gemacht, als ich darüber gelaufen bin. Ja. Oh, ich habe einen Wolf gemacht, Daniel. Ich habe einen Skelettkrieger. Jetzt weiß ich, was da für eine Fähigkeit ist. Yeah! Oh, kannst du den Wolf wieder beleben? Come on, Baby. Siehst du das? Ja. Ich habe noch einen. Oh, Skeleman. Oh, ich bin glücklich. Ich weiß nicht, warum ich so fasziniert von... Ich liebe Necromancer. Ich weiß nicht, wieso. Ey. Gott, meine Boys, oh, die folgen mir. Her! Das ist ein Reh. Stopp, der hat. Meins. Oh. Ich bin aber bar, ich muss alles kaputt machen. Bei mir sind die irgendwie durchsichtig. Die Skelette? Ja. Ich bin jetzt schon glücklich, Daniel. Das hat sich jetzt schon gelohnt für mich. Ey. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas dafür, so eine Armee zu kommandieren. Okay, ich kann denen keine Befehle geben. Die greifen wahrscheinlich automatisch. Ich hab schon so ein bisschen gesehen, wie Leute das gespielt haben. Ich glaube, da hat auch jemand einen Necromancer gespielt. Die haben auch irgendwie so 20 irgendwie Viecher hinter sich hergeschleppt mit denen. Ja. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Das wird gesagt. Ey, komm mit, Skellyman. Wieso bewegt er sich nicht? Oh nein, der eine bleibt stehen, was? Komm her, du Reh. Komm her, komm her. Ja, ja, ist jetzt eine Falle, ne? Aber. Geh mal weiter. Ja, genau. Wollen wir eine Karte aufrufen? Greift an, Skellyman! Boah. Kannst du jetzt auch wieder blinken? Machen? Ich weiß nicht, ob ich ein Limit habe, aber ich kann auch mehr machen. Okay, 4 ist glaube ich mein Limit. Okay. Ja, 4 ist mein Limit. Wenn ich noch einen 4. einen 5. machen will, löst er sich auf. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das hier? Nichts. Oh, ich liebe jetzt, wie du alles kaputt machen kannst hier. Da gibt's hier. Oh, es gibt eine Karte. Okay, cool. Hab ich dir doch gerade gesagt, oben rechts links ist eine Karte. Nein, ich meine zum Öffnen so. Also, also brauchen wir. Du brauchst doch eine Minimap, hast du dich da immer beschwert? Ja. Reden wir nicht darüber. Ich doch, dass du ständig eine Karte öffnen musst. Du greifst mich an. Los, Skellyman. Türkenkloppe. Oh, da unten sehe ich eine Erfahrungsleiste. Ja, das ist orange oder braune, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, ne? Blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Man konnte aber keine Stimme irgendwie für seinen Charakter auswählen, oder? Nee, ist mir auch gerade eingefallen, ich glaube nicht, ne? Nee, ne. Nicht, dass ich das irgendwie verpasst habe oder so. Mein Baba klingt irgendwie voll zivilisiert. Perfekt. Meiner klingt auch. Meiner sieht aus wie ein Emo, ganz ehrlich, aber das ja, wie so. Nur was ich nicht das weiß, so geil ist, aus, ich. Wie das jetzt hier so abläuft mit der Story, so. Ich bist auch nicht, Daniel. Geht um Lilith, nehme ich mal an. Ja. Nee, ich meine, so wie das so abläuft hier mit hier. Ich auch nicht, Daniel. Keine ob wir uns die Story teilen oder irgendwie so weit, oder ob du so weit bist wie ich, weil du bist ja jetzt hier in meiner Welt eigentlich, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie das läuft, ganz ehrlich. Wenig Leben? Nein. Drücke allein, um einen Heiltrank zu trinken. Ja, das Spiel sagt mir, ja, trinke allein, zu meinen Heiltrank zu nehmen. Ich hab noch nicht mal Schaden genommen, du. Nee. So, ich habe ja so noch Waffen. Wie kann ich denn hier wechseln? Ich habe hier 4 Waffen ausgerüstet. Ich beschütze dich, Daniel. Ich beschütze dich. Aber ich weiß nicht, wie ich die wechseln kann. Ich finde das so geil. Ich habe Skellyman. Ja, Daniel, das ist wie mein erstes Weihnachten gehört. Stadt. Da stand gerade, ich soll überall Reißzähne in der Dunkelheit.
Bei mir steht irgendwie, wenn ich deinen Charakter angucke, ich soll Fadenkreuz nach oben drücken. Ja, mache ich gerade. Oh, ich kann zoomen. Oh, ich kann näher ranzoomen. Ja, aber warum steht das bei mir? Ich kann doch nur. Soll ich mit dir handeln? Willst du mit mir handeln? Ich hab dir ja nichts zu. Ich kann dir ja nichts geben. Hallo. Halt's Maul. Hier müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Sollen wir uns noch ein bisschen weiter umsehen? Wo? Mm. Wer ist das hier? Ja, erstmal da reingehen. Gelöscht. Okay. Hallo, na. Oh. Na, ich wollte die umbringen. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem. Bist jetzt bei mir gerade weg? Ja, du bei mir auch. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle, töten uns alle. Oh Gott, der ist verrückt. Ruinen? Also ich nehme mal, das läuft so ab wie in Elder Scrolls. Wir haben so alle unsere eigene Stories und so und Quests. Aber wir können die so zusammen machen. Etwas Böses. Müsst ihr jetzt auch der Tante da folgen? Mhm. Der arme Mann, okay. Dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Also ich weiß nur, dass es hier jetzt einen Charakter Lilith namens Lilith gibt. Nee, der hier, ja, der hier hat, oh, der hat Waffen, der hier. Die Wälder hier sind gefährlich. Ist den Typen hier Isabel oder Isabel? Ja. Ich jetzt nur Witze. Ich glaube, da sind die Sachen nicht schon ab. Handachs, zwei Handhammer. Oh, der hier ist ein Heiler. Muss einfach nur ansprechen, er heilt er dich. Sprich den mal an. Ich habe Hausmittel, falls ihr verletzt seid. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer Gott, besetzt, das Feuer schubsen, alles klar. Oha. Hier, jetzt ist nicht sicher. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Aber natürlich. Vor dem Sturm. Was ist das für ein Wort? Was ist mit dem Mönch? Diese alten Ruinen vom Bösen säubern. Wirklich? Oh, vielen Dank. Oh, was hat die gemacht? Level up. Ich habe gerade aufgeleuchtet. Oh, jetzt können wir. Oh, jetzt haben wir eine Wahl hier. Oh, jetzt geht er mit dem Skillen los. Oh Gott. Und wir werden wahrscheinlich jede falsche Entscheidung treffen, die nur möglich ist. Hm, Sprungschlag. Aber ich glaube, man kann die Sachen auch wieder rückerstatten, ne? Das weiß ich nicht, Daniel. Ich habe da keine Ahnung. Schinden, Raserei, Hieb oder Sprungschlag. Warte mal kurz. Was habe ich denn da? Pro Sekunde reißt das Fleisch von den Knochen eines Gegners. Ja, das... Schwingt eine geisterhafte Sense vor euch und verursacht 3 Schaden, wenn ihr Gegner mit blutiger Ernte trefft. Verspritzt das Blut eines Gegners und fügt ihm 8 Schaden zu. Eine Blutkugel zu erzeugen. Feuert 3 Knochensplitter ab, die jeweils 2 Schaden verursachen. Hm. Ja, ich glaube, dein Charakter kämpft mit Knochen, ne? Ja, und Blut. Und Toten. Alles, was irgendwie eklig ist. Ja, und ich sehe, also ich habe bei mir hier so verschiedene Bäume. Ich habe jetzt hier 4 Sachen, die ich auswählen kann. Da steht und auch Rang zurückerstatten. Ja. Ist recht, Daniel. Also ich habe jetzt hier 4 Sachen, die ich auswählen kann. Und hinter diesen Dingern sind auch nochmal 3 Symbole. Ja, das sind... Und das sind dann die verschiedenen Wege, die du gehen kannst mit dem Angriff. Genau. Genau, mit dem Skill, genau. Genau wie bei Elder Scrolls, wo du ja entweder Feuer oder Gift machen konntest dann. Ich weiß nicht, was ich davon nehmen soll, ganz ehrlich. Verspritzt das Blut eines Gegners und fügt ihm 8 Schaden zu Blut. Hat eine Chance, eine Blutkugel zu erzeugen. Und was ist eine Blutkugel? Ach so, eine Blutkugel. Steht sogar da. Boah, ich bin blöd. Steht sogar da. Und eine heilen euch um 15%, wenn sie aufhebt. Oh, nicht schlecht. Eine Heilung. Nächster Heal. Die jeweils 2 Schaden. Jeder. Kann man die alle lernen? Oder muss man sich für einen entscheiden? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe so viele Sachen irgendwie so Schaden auf Zeit habe ich so. Ich kann später so Sachen lernen wie, weiß ich nicht, so Sachen, die Seuche verursachen oder sowas, die Gegner Zeit über Schaden über Zeit machen. Hm. Reißt das Fleisch von den Knochen. Ich glaube, ich nehme das mit der Blutkugel. Verspitzt das Blut eines Gegners und fügt ihm 8 Schaden zu.
Physischer Schaden. Physischer ich werde mich jetzt einfach spontan für irgendwas entscheiden erstmal. Ja, ich auch. Also ich habe so eine, ich habe einen Angriff, der kann betäuben, einer der macht Schaden auf Zeit, einer der macht, weiß nicht, einfach nur dicken Schaden, also so verschiedene Sachen. Ich nehme jetzt Schinden. Fügt einen Schaden zu, im Verlauf von 5 Sekunden 14 Blutungsschaden. Das klingt doch cool, ne? Nehmen wir das. Ich nehme an, je mehr Punkte wir haben, desto mehr kostet das dir, die zurückzuerstatten. Warte mal, wenn ich das... Ja, ich kann man im Moment gelernt. Nur eine Fähigkeit haben, weil ich könnte dann nur meine... Fähigkeit zuweisen. Ich kann das irgendwie nur in zwei Dinger reinpacken. Da, wo ich meinen normalen Angriff habe und wo ich meine Wiederbelebungsfähigkeit von den Toten da habe. Okay. Ich kann meinen, glaube ich, gar nicht ausrüsten. Fertigkeit zuweisen. Ich kann meinen auch gar nicht ausrüsten. Okay. Also ich habe bei mir überall nur Schlösser, so. Ja, ich auch. Ich habe das eine, ich könnte meinen, wo ich meinen normalen Angriff, meinen A-Angriff, weißt du, mein, das ist bei X, ne? Den kann ich entfernen oder meine Fähigkeit, wo ich, die müsste ich aber dann entfernen, um da halt zu ersetzen, okay. Das lohnt sich irgendwie nicht. Ich will Leute wiederbeleben und ich will auch ein... Oh, warte, jetzt habe ich meinen Angriff rausgenommen. Einen normalen Angriff? Ja. Nicht so lange. Das ist jetzt nicht so clever, ne? So, jetzt habe ich Schinden als normaler Angriff. So, Stufe 2. Okay, warte mal, wo ist... da müssen wir hin, ne? Ja, okay, gehen wir. Ich nehme an, dass da unten ist. Sehen wir uns mal ein bisschen um, oder? Ja. Boah, die Tür ist verschlossen. Waffenmeister, tötet innerhalb von 10 Sekunden einen. Bist du? Du bist nach unten gegangen. Ich bin am Looten. Ja, ich bin oben. Lass mich doch nicht allein. Was hast du denn jetzt ab eine Waffe, eine Fähigkeit abgeschlossen oder? Weiß ich nicht, Herausforderung oder so. Ja, ich bin nach oben gegangen. Also. Müssen wir da nicht lang? Ja, aber da sieht aus. Weiß ich nicht. Ich dachte, wir gucken uns erstmal hier im Dorf um, aber. Normalerweise bist du doch immer einer, der erst alles erkundet, bevor er jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, da oben ist eine Sackgasse, von daher. Also. Ich nehme an, da unten müssen wir auch irgendwo mal hin. Oh, hier ist ein Bär da. Oh, das Vieh ist groß. Fucking hell. Hier rechts. Wenn du jetzt hier rumgehst, da ist ein Bär. Alter, das ist ja mal ein Bär. Scary man. Aber ja, war doch einfach. Oh, Feldrose. Ja. Ich glaube, das ist eine passive Fähigkeit. Oh ja. Ich habe eine Hose gefunden. Grad, die Fähigkeit, die ich mir da jetzt geholt habe, die ist jetzt da, wo mein A-Angriff ist. Also das ist, glaube ich, eine passive Fähigkeit. Also im Prinzip, wenn ich mit meinem A-Angriff mache, aktiviere ich diese Fähigkeit. Okay. Oh, ich habe eine bessere Hose. 11 Rüstung, 20 Rüstung, her damit. Cool. Aber wir scheinen uns irgendwie nicht das Inventar zu teilen, ne? Also jeder. Nee, Skelette. Die Skelette, was? Ich bin der Meister der Skelette. Handwickel des Schreiters. Nimm du auch mal auf. Oder ist bei dir da nichts? Nee, ich hab da, ich doch, bei mir ist was. Ich hab sowieso keine, nichts für die Hände. Was kann das denn? Schaltet beim Wiederhören einen neuen Aussehen frei. Hast du allein gesammelt? Ja. Achso, okay. Bei mir liegt halt immer noch da.
Okay, dann können wir beide das haben. Cool. Dann nehme ich mir die mal an. Oh. Das wir können uns nicht ausweisen, irgendwie Klamotten hier stehen. Genau, was ich gerade sagen. Das ist auch schon mal gut. Jetzt habe ich hier eine Blutkugel. Warte, dann komm mal hier hin. Ich habe hier unten nämlich eine Hose gefunden. Ist die bei dir auch da? Du siehst diese Blutkugel nicht, ne? Nee, ne? Doch, ich habe da. Ich habe so rote Kugeln da irgendwo gesehen. Kannst du die aufheben? Weiß nicht. Nee, ne? Die heilen. Ich glaube, die sind nur für mich. So, ich habe irgendwo ja was kaputt gemacht, dann habe ich eine Hose bekommen, glaube ich. Du nicht? Ich sehe hier nichts mehr. Okay. Dann weiß ich das nicht. Nee. Ja. So krieg ich dann keinen Fleisch. Verlockender Rucksack. Verlorener Rucksack. Okay, ne, verlockender habe ich gelesen. Oh, da war ein Schwert drin, ist aber schwächer als meins, glaube ich. Wenn ich mal wüsste, wie ich das ausrüsten kann. Ich habe hier so 4 Waffen, aber ich kann nicht zwischen dem wechseln. Ich habe nur meine Äxte die ganze Zeit. Nimm das. Also mir macht das Spaß. Erinnert mich ein bisschen an League of Legends, so das Gameplay. Nur mit Controller. Oh, da kann man rein. Da müssen wir auch rein, du. Ich glaube, hier gibt es aber nichts mehr. Oder? Oh, nö, hier kann man noch rauf. Oh, eine Truhe. Teuflisches Folio, was ist das? Was haben wir denn da? Ah, das habe ich. Einsammeln? Das habe ich zum Beispiel nicht bekommen. Okay, das ist ein teuflisches, was ist denn das? Das klingt schon wie irgendwas für dich. Schaden pro Treffer. Sehr schnelle Waffe. Ist das eine Waffe? Das sieht aus wie ein Buch. Okay, das ist hier was für das, um auszurüsten. Jetzt habe ich ein Buch in der Hand. Jetzt habe ich ein Buch statt ein Schild in der Hand. Jo, ups, hab ich aus Versehen den Trank eingesetzt. Nein. Also ich habe eine 20-prozentige Chance, so Blutkugeln zu erschaffen, die heilen mich. Okay. Ruin des Frostgeheuls. Skelette. Das Einzige, was jetzt nur das Problem sein könnte, dass das vielleicht zu einfach wird, das Spiel. Also nicht. Kann man ja hochsteigen derzeit. Ja, bis wir dann kriegen wir voll auf die Fresse. Aber was wir nicht machen sollten, ist, dass eine Hardcore-Charakter da eben. Nee. Der Charakter stirbt dauerhaft oder was. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Müssen wir dann einen neuen Charakter erstellen oder so? Ich weiß nicht mal ansatzweise, was das heißt, ey. Ja, ja. Das heißt, wir haben nur ein Leben. Der Daniel, der ist ein Barbar, das sieht man sofort. Der kommt hier rein und tut sofort die Einrichtung zerstören. Über sich zu Hause. Da sind Gegner, da ist ein Skelett. Stufe 3! Stufe 3! Darauf gestiegen? Ja. Schwere Stiefel habe ich bekommen. Willst du nicht erstmal hier lang, Daniel? Warum geht der immer sofort weiter, ey? Okay. Ach so, da ist noch ein Raum. Ja. Ich dachte, da war die Sackgasse. Kisten. Ach, das sind Tränke, glaube ich. Diese roten Dinger. Ja, sag ich. Daniel, ich hab dir doch. Das sind Blutkugeln, die ich erschaffe. Die heilen mich. Ja, ich habe gerade so Tränke gefunden. Die waren auch so rot. Okay. Die füllen unsere Tränke da auf. Dann ist das nicht von mir. Ich habe noch nicht mal einen Trank benutzt, weil ich mich selber heilen kann momentan. Oh, ich habe eine bessere Axt bekommen, sehe ich gerade. Welche Tür willst du nehmen? Weißt du, lol? Geh schon mal ruhig vor. Wirklich was. So, jetzt habe ich eine Axt, wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich zu der wechseln kann. Oh, habe ich. Glaube ich. Geht da nicht? Ich weiß nicht, wie ich meine Waffen wechseln kann. So, warte mal. Kannst du nicht irgendwie auf deine... Ha! Da unten.
Und da unten hast du doch ein Inventar, oder nicht? Kannst du dann wieder nicht dann da anlegen oder sowas? Ja. Wenn du darauf gehst, ich meine, unten hast du so, da steht Ausrüstung, da hast du so lauter Fläche, so Felder, da sind so deine Ausrüstungsgegenstände drin. Ja, aber ich habe oben, wo mein Charakter ist, habe ich 4 Sachen ausgerüstet. Ein Hammer, 2 Äxte und nochmal eine große Axt. Aber ich weiß nicht, wie ich zu denen hin und her wechseln kann. Vielleicht geht das nicht, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist das erst eine Fähigkeit, die du freischalten musst. Ja. Ich weiß halt nicht. Musst du dir deine ganzen Fähigkeiten mal ansehen. So. Okay. Oh. Ja, das sind Tränke, genau. Meine Kugeln, die sehen ein bisschen blässer aus. Ja, dann sehe ich deine Kugeln, glaube ich, nicht. Fast. Also, das kann ja auch nur ich einsammeln, nehme ich mal an. Ups, au. Ja, da steht eben drin, dann. Das sind explosive Fässer, nehme ich mal an. Oh, das ist ein Hinterhalt. Was ist das? Ja, voll weh getan. Ein Problem mit Heilung, ganz ehrlich. Ja, da geht sofort weiter. Willst du nicht erstmal den Raum da erkunden? Der geht sofort in irgendeinen anderen Raum. Ey, mein Gott, das ist so zum Kaufen. Hier sind doch voll viele Räume. Wir haben noch nicht mal den ganzen Raum hier erkundet. Der geht sofort in den nächsten rein. Ey, guck mal, da ist noch mehr. Gehen wir jetzt hier hin. Ich bin auch für alles erkunden, das mache ich normalerweise auch, aber der Daniel, der hat eine komische Methode zum Erkunden, ey. Lass erstmal in den anderen Raum, bevor wir den einen Raum, in dem wir drin waren, erkundet haben, ey. Ihr seid bereit? Ja, okay, das. Oh Gott. Oh Gott. Was ist los? Wo bist du? Da sind ein paar Gegner, ich bin unten hingegangen. Ah! Hier kann man sich heilen, da oder so, weil hier ist irgend so was, so ein Ding, das man sich, glaube ich, heilen kann, weiß ich nicht, da musst du deinen Kopf rein tunken. What? Oder so, da steht die, das ist ein Blutding oder so, ich weiß nicht, ich kann damit nicht interagieren, da steht, ich bin schon voll. Okay. Oh, Axt. Hab ich auch irgendwas gekriegt? Oh ja, eine neue Klamotte. Ja, sieht mir aber schon richtig aus, wenn er so ein Heilding ist. Ich kann mich nicht heilen, weil er schon voll Ding. Ja. Wo ist der jetzt schon wieder hingegangen? Ey? Ich bin nach unten gegangen gerade, da waren ein paar Gegner. Aua, mich hat was angegriffen. What? Oh. Lala. Wollen die immer wieder? Weiß ich nicht. War gerade auch ein ganzer Raum voller Gegner. Na gerne, hat noch keiner meiner Skelette irgendwie gestorben ist, ey. Da kommen Gegner, ey, der hat ein Schild. Was ist das? Oh. Komm ich schon darauf, wenn wir herausfinden, dass wir unsere Bilder total falsch machen. Oha. Ah, was soll's. Wir waren gerade schon richtig. Ich finde generell, ich verstehe nie die Logik von, wie man sowas richtig macht, so ein Bild, ey. Weil ich das, weiß ich nicht, pro Level von irgendwie einfach nicht verstehen kann. Oh, da ist ein der ist ein Big Skeleton, Daniel, der hält was aus. Oh, da ist ein Blitz am Boden, aua. Bleib mal aus sicherer Entfernung, ey. Aha. Zwei Händler. Oh, Panzerhandschuhe. Direkt mal ausrüsten. Oh, das sind gewaltige Panzerhandschuhe. Ja.
Und er ist eine Truhe. Ich weiß noch nicht, wie das mit den Werten hier ist. Ich habe Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit. Ich weiß noch nicht, was ich so wirklich brauche als ein Necromancer. Physische Stärke brauche ich weniger. Ey. Weiß ich nicht. Hier ist ein Lehrlingszauberstab. Oh, dann nimm den. Bei mir ist er da nicht. Dann ersetzt. Schaltet beim Wieder. Schadenpolitik. Was habe ich denn da? Mit was wird denn das ersetzt? Wird das meine Sense ersetzen? Ja, das hat meine Sense ersetzt. Ja, dann lässt mich einfach stehen und geht einfach weiter. Ey. Ich bin doch hier. Zum Glück bin ich niemals allein. Ich will dich da nicht stören, wenn du mit deiner Sense spielst. Ich habe jetzt einen Zauberstab. Ich glaube, hier war. Oh, da liegt noch Gold. Nein, da ist nichts mehr drin. Ich kann mich sowieso nicht heilen, weil ich voller Energie habe. Ich bin hier einer, der die ganze Zeit voller Energie hat. Ey. Das ist schon richtig, ich weiß es nicht. Oh, was haben wir denn hier? So. Oh, was ist denn? Der Höllenbrut! Ich will einfach nur Geld, dass ich überhaupt nicht sehen kann, wer am Kämpfen ist. Ich sehe nur dich, meine Skeletten, und ich baller da einfach rein, ey. Ja. Oh, Level 4 schon. Irgendwann, bis ich Korpsexplosion lerne. Ey. Da kann ich Leichname zum Explodieren bringen. Die machen Flächenschaden oder so. Das ist so eine Standard-Nekromancer-Fähigkeit. Die in jeder Story, wo Nekromancer vorkommt, gibt es so eine Fähigkeit. Ey. Ja. Nicht kommandieren muss, die greifen von alleine an. Ey. Dann wäre das ein bisschen zu viel Micromanagement, ey. Na, dann ja, ganz Hollywood ist am Streiken, hast du schon gehört. Wieso? Seit Monaten sind schon die Writer am Schreiben, also die Storyschreiber, die sind am Streiken. Und jetzt sind die Schauspieler auch am Streiken. Ja, weswegen? Weil die Großen und Mächtigen die über den Tisch ziehen. Also, bei den Writers ist das so, die kriegen so gut wie keine Bezahlung von den ganzen Streaming-Shows, die da alle produzieren. Da werden die ziemlich über den Tisch gezogen. Okay. Deshalb streiken die und die Schauspieler streiken jetzt auch. Oh Gott, oh. Vielleicht, oh, da explodiert was. Oh, Daniel, das ist ein großer Hilfe. Keine Angst, Alter. Bei den Schauspielern, warum die jetzt streiken, ist, weil die eine neue Methode entwickelt haben, um die Leute über den Tisch zu ziehen. Die wollen jetzt hier was AI-mäßiges machen. Die wollen die Schauspieler deren Körper scannen und deren Stimme scannen, damit die das benutzen können. Als AI, die ja. Stimmen. Ja, und da ist ein Problem, weißt du? Ja, ist klar. Die haben das so geplant. Die Schauspieler lassen sich einmal scannen. Dann haben die großen Firmen das Recht, für immer und ewig die zu benutzen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Alle Ewigkeit, das steht sogar extra in dem Vertrag, für alle Ewigkeit haben die dann die Rechte daran, deren Körper und Stimmen so zu benutzen, wie die wollen. Und jetzt hier kommt das Schlimme, die Schauspieler werden nur einmal dafür bezahlt, für den Scan werden die bezahlt und dann werden die nie wieder dafür bezahlt. Geil. Und irgendwie hier der CEO von Disney, der hat auch so wieder so merkwürdige Sachen gesagt, irgendwie... Dass die aufhören sollen, sich zu beschweren, während er in so ein Camp geht, das heißt wortwörtlich Camp für Billionäre. Daniel? Ja. Ich guck gerade bei meinen Skills. Okay, ich wollte gerade sagen, werden wir jetzt getrennt oder so, weil du dich nicht mehr bewegt hast. Ich bin schon ja bei dem nächsten Skill-Dingen. Okay. Kernfertigkeiten verbrauchen Ressourcen, um mächtige Angriffe zu ermöglichen. Wirbelwind, Hammer der Urahn, Aufwühlen, Doppelschwung. Ah, ich glaube, jetzt kann ich noch eine Fähigkeit hinzufügen. Da ist, glaube ich, noch ein Feld frei geworden.
Was? Vielleicht könnt ihr den Rang von meiner jetzigen Fähigkeit erhöhen. Oh, scheiße. Ich erhalte eine Essenz. Was bedeutet das denn? Wie schnell war das? Ah, jetzt habe ich auf 4 Quad. Ja, bei mir wäre das X, genau. Ich habe kaum noch Wut. Ah, jetzt weiß ich auch, wofür so eine andere Leiste ist, die ich habe. Ich muss erst Wut ansammeln. Ich habe irgendwas, was sich Essenzen benennt. Ich weiß nicht, wozu das gut ist, ganz ehrlich. Hm. Ich weiß nicht, was ich lernen soll. Pro Sekunde reißt das Fell und bildet... verursacht 13 Schaden pro Sekunde und bildet aus dem Fleisch alle 2 Sekunden eine nutzbare Leiche. Schwingt eine geisterhafte Sense vor euch und verursacht 5 Schaden. Wenn ihr einen Gegner mit blutiger Ernte trifft, erhöht sich eure Schadensreduktion 2 Sekunden lang um 15%. Also ich weiß, wir sind ja noch relativ am Anfang, aber wenn das noch so einfach bleibt, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, vielleicht die Schwierigkeit zu erhöhen. Der Daniel, der fängt jetzt schon wieder an, Größenwahn durchzuwerden, ne? Ja, du nimmst ja kaum Schaden, ne? Gegner sind auch relativ easy bis jetzt, also ich weiß ja nicht, ob der da liegt, weil wir noch am Anfang sind oder so. Ja, das kann gut sein. Gucken wir mal. Wenn ihr einen Gegner mit blutiger Ernte trefft, erhöht sich eure Schadensreduktion. Brauche ich wirklich Schadensreduktion? Nee, weiß er nicht. Boah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll, ganz ehrlich. Oh, warte mal, das nervt. Na, jetzt habe ich Zugang zu mächtigeren Fähigkeiten erhalten. Ja, das hast du unten links bei dir, die Fähigkeiten, ne? Ja, genau. Okay. Ja, ich habe auch so ein. Oh. Was? Ich habe eine Sense, Daniel. Damit schill ich das Fleisch von meinen Knochen und werde das Blut, geronnene Blut von ihren Halsen lecken. Ich habe nicht genug Wut. Ich kann mich drehen. Sind wir da unten? Da unten sind wir irgendwie noch nicht angegangen. Jetzt habe ich wieder eine Sicherheit, ja, dann lassen wir da hingehen. Oh, Geld. Oh, Geld. Ich will den Schild haben. Ich habe nicht genug Wut. Oh, meine speziellen Fähigkeiten einzusetzen, muss ich jetzt die Gegner hauen, damit ich Wut ansammle. Irgendwann wird sich Essenz nennen. Ich weiß nicht, wozu das gut ist, ganz ehrlich. Oh nein, meine Wut ist wieder runtergegangen, weil ich aus dem Kampf draußen bin. Nein. Oh, Sachen kaputt machen gibt mir auch Wut. Sehr geil. Ich habe keine Wut mehr. Na ja, aber hier war ja nicht viel. Na gut. Ja, ich passe jetzt noch nicht so genau auf, was ich hier nehme. Geil, ich habe immer so verschiedene Auswahl, irgendwie so mach Schaden auf Dauer, mach irgendwie einmal dicken Schaden, habe eine Chance zu betäuben. Ich habe immer so eine Auswahl zwischen so verschiedenen Sachen. Das ist halt, was du so brauchst halt, ne? Ja, was du besser findest. Das ja.
Link. Küsten. Trinken. Hm. Ah, jetzt Handschuhe, Daniel. Na, bei mir sind das Schuhe. Ach, der, bei mir sind das Handschuhe. Ich zieh die an meinen Füßen an. Gegenstandsmacht. Oh, ich hatte schon bessere Schuhe vorhin. Ich bin nicht ausgerüstet. Die sind schlechter. Okay. Wir können ja auch sogar handeln. Vielleicht kann ich dir die Handschuhe sogar geben. Warte mal. Ja, warte mal, was für hast du für Handschuhe an im Moment? Ich habe schon blaue, glaube ich. Ja, okay, ich auch. Weiße Panzerhandschuhe. Plus 6 Intelligenz. Willst du vielleicht ein Schild haben? Ich weiß gar nicht, ob ich ein Schild ausrüsten kann. Okay, glaub nicht. Dann leck mich. Leck mich! Okay. Hallo. Nicht so irgendwie höflich, weil ich nicht, du hast eine ziemlich Waffe. Oh, was hab ich gemacht? Na toll, du hast Molag Ball beschwert. Ich brauche mehr Wut. Ja, erstmal hau ich und dann drehe ich mich. Ich habe keine Wut mehr. Erstmal Schaden nehmen. Nein, er hat meine Skillman getötet. Oh, der hat die Shit, er hat die Skorpione beschworen. Let's Beyblade. Ah. Kann ich mal eben wieder die Heilung geben? Runter. Oh, eine Keule. Sehr geil. Boah. Ein Zweihandschwert? Nur bei mir nicht. Ich habe eine Keule. Gewaltige Keule. Das ist, oh mein Gott, fokussiertes Kurzschwert. Warte mal, kann ich das überhaupt ausrüsten? Ja, ein Zweihandschwert ist, dann kann ich das ja wahrscheinlich gar nicht ausrüsten. Warte mal, 42 Rüstung, oder das jetzt hier, oder 33, okay, das ist besser. Ah, jetzt habe ich einen Kilt. Oh, neue Hose. Ich, ja. Ja. Okay, also wäre fertig, ne? Oder? Ja. Ja, ich habe mich noch nicht umgeguckt, aber müsste mal hier fertig sein. Wie ist denn das Vieh überhaupt, der? Weil ich X-Fall oder irgendwie stand da gerade. Ich interagiere mal damit. Ja. Was, wo sind wir denn jetzt? Da sind wir ja draußen. Ne? Hier ist ein Faustschild. Bei mir nicht. Warte mal, kann ich dir den geben? Tut man überhaupt handeln? Muss hier das öffnen, wo man Hallo sagt. Oh, Vegas betrachten. Kann ich machen. Kannst du machen.
Flüstern, Handelsanfrage. Und warum haben wir da gar nicht erkundet? Hä, waren wir nicht gerade da drin? Ja, schon alles erkundet. Noch hier ist der Eingang. Ja. Oh, Hirsch. Ich muss warten. Na, da war doch chillig. Ja. Ihr seid zurück. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Ha! Beim Licht. Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Was, kein Geld? Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft. Daniel, macht das Feuer bereit. Wir brennen dieses Dorf nieder. Spült den Eintopf damit herum. Schon meine vier Waffen hast. Ich werde dich in diesem Eintopf ersäufen. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Oh, Party. Ich bin voll der Party-Mensch. Ihr habt ihr mal gesehen, wie ich aussehe? Die haben da bestimmt irgendeinen Schlaftrank reingemacht. Die werden uns ausrauben, sobald wir einschlafen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ja. Wird schwarz. Ich oh glaub, Mann. Wahrscheinlich oder sowas. Ey, was haben wir denn jetzt schon wieder getrunken, Daniel? Ihr miesen Wichser. Ich wusste es. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Nein, nicht. Jetzt in ihre Fleischfabrik oder was? Nein. Ich sehe nicht irgendwie aus, weißt du, Daniel, mein Charakter sieht nicht aus wie jemand, der Party macht. Der sieht aus, als würde der Menschenherzen fressen. Vielleicht ist das nur einfach deren Form von Taxi, weißt du? Ja. Das ist ein ziemlich big boy, ey. Wie der spuckt aus, der spuckt dir ins Gesicht, Alter. Jetzt summt der auch noch. Wo will der uns denn jetzt hinbringen, ey? Jetzt werden wir wahrscheinlich zu einer Blutorgie geführt oder so. Ich sah meinen Leichnam. Ein Vater verbrannte seine Kinder auf einem Schalter und eine Mutter formte aus der Asche ein neues Zeitalter. Was ist denn das für ein Lied, ey? Deine Leiche müsste auf meiner Leiche liegen, dann. Ja. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten, ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte. Tränen aus Blut regnete auf ein Wüstenjuwel. Meine Fresse, ey, Daniel, das sind echte Satanisten, ey. Und er, der gefesselt war, wurde befreit. Rasmas Prophezeiung oder Ratma, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Klopft er jetzt an die Tür? Das ist bestimmt voll das Satanistendorf, oder? Ja. Ich habe sofort gemerkt irgendwie, als diese Party-Sequenz kam. Okay, die werden uns wahrscheinlich betäuben oder so. Nein, ich will da nicht rein. Mein Gott, dieses Spiel ist so creepy. Findest du nicht auch, ey? Ich kann noch weiter. Ich kann noch viel mehr trinken. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Ich bin ein bisschen respektlos, dass meine Beine noch irgendwie nicht auf das Ding drauf sind. Beim Körper der Mutter. Ist das mein Herz? So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bitte nicht in den Mund. Ey, ich will das nicht essen. Bevor ihr sterbt. Jetzt setzen wir uns einfach so auf. So. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Ja. Möge das Licht uns schützen! Wie in Elder Scrolls, wir trinken was.
dann geht schon wieder die Post ab. Ah. Stufe 5. Oh, den kann man auch looten, den Typen. Wie könnt ihr uns wagen, uns was zu trinken zu geben? Stannis. Oh, falscher Knopf. Ja, ich glaube, wir haben. Aber mir ist gerade alles am Stehen bleiben. Nein. Nein. Okay, bei mir war gerade voll der Leck. Okay. Kapellenschlüssel. Noch nicht bereit. Wieder, oder? Nee. Was ist denn das? Ist das ein Questgegenstand? Weiß nicht, habe ich schon bekommen? Ja, das gehört zur Quest bei mir. No, ich habe Expertise. Ihr gehört zum Odenhoch, ein kleiner abgenutzter Schlüssel, verschmiert für Duld, kann nicht wiederverwertet werden, Verkaufswert unverkäuflich. Also Gebietsgegenstand ist das. Also Schlüssel. Also mit dem geredet? Nee, noch nicht. Hm. Dann rede ich mal mit dem. Ihr seid der Wahnsinnige aus dem Schuppen. Wahnsinnig? Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuche. Ich habe jetzt ein neues Oberteil, jetzt bin ich viel mehr nackt. Ich habe gerade grün und Blut gekotzt. Welch übel ist das? Blüten aus Blut? Sie. Hast du dich auch übergeben, Daniel? Ja. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie. Ich hab den Schlüssel schon. Könnte den Schlüssel haben. Oh. Was sind das für Symbole? Ich hab so komische Symbole über meine Skelettenmänner. Okay, jetzt nicht mehr. Du hast keinen Schlüssel bekommen, Daniel? Nö. Hier lag ein Schlüssel. Bevor ich überhaupt mit dem geredet habe, ihr. Hm. Muss unter Questgegenstände sein, wenn überhaupt. Oh, dann kommst du nicht in die Kapelle. Pech. Oh. Was ist denn, der lag hier irgendwo. Hm. Vielleicht musst du ihn einfach nur öffnen. Vielleicht braucht er nur einer von uns, weiß ich nicht. Nicht solange ich in der Stadt bin. Oh, ich darf meine Waffe ja nicht ziehen. Weil ich in der Stadt bin. In der Stadt dürfen wir das nicht. Ich dachte, es war ziemlich offensichtlich, dass die ja sehr böse sind. Außerdem ist hier gar keiner mehr, ne? Ja, deswegen. Aber wir sind getreue Gesetzesleute, Daniel. Wir halten uns an die Regeln. Feuer kann die Dunkelheit an diesen. Wo kommt der denn jetzt her? Seht hinein, aber beeilt euch. Ich mache die Fackel bereit. Ja. So wie also für mich geöffnet. Mir eingeflößt worden. Ist das echt? Daniel steht hinter mir, während ich die Blüten analysiere. Oh. Was denn jetzt schon wieder? Daniel, wir träumen schon wieder, oder? Sagt euch Elder Scrolls. Und Final Fantasy 16 ist Game of Thrones. Ja. Das sagt jeder, nicht nur du, Daniel. Das sagen viele. Da ist der komische Leichenkarrer. Schändlich.
Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr verdammten Satanisten. Und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Irgendwas Satanistisches passiert jetzt hier, oder? Ja. Ein Alien kommt jetzt aus seinem Bauch oder so. Okay, oder da regnet blutige Blüten. Sephiroth? Dürren, 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 dürren. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Die Macht wird euch befreien. Sprengt eure Ketten. Die Stimme? Und erblüht ja, von ihr freieste. Ja, kommt mir bekannt vor. Habe ich in vielen Rollenspielen, glaube ich, schon mal gehört. Widersteht! Widersteht ihre Versuchung! Oh. 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 Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Oh. Deswegen gehe ich nicht zur Kirche. Ein typischer Gott. Sie sind ja. Mutter. Die ersten von vielen. Geh zur Trockensteppe. Und setzt deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Ich glaube, sie ist böse. Ja, warum sind wir denn am Schlafen? Okay. Joseph. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich hatte einen Trip, Alter. Eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein. Lilith. Das kann nicht sein. Die Mutter aller Dämonen. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Ja. Hör zu. Im Osten befindet sich in der Bibel ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Oder der Monster, keine Ahnung. Dämon oder Monster, irgendwas. Ja. Bringt ihn zur Kathedrale in Kiowaschat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Ich hasse das Licht. Okay. Ich bin die Dunkelheit.